Hallo Leute, ja genau, die Hotdog Week startet und ich habe hier eine ordentliche Ladung frischer Bratwurst. Ne? Die ist noch am ganzen Stück, wie ihr seht, hier auseinanderknoten. Dann machen wir so ein paar Dinger startklar hier. Drehen und abschneiden. Ganz einfach, da piekse ich hier ein paar Löcher rein, denn die sollen was aufsaugen. Ja, seid gespannt, Freunde. Oh ja. So, und zwar kommt jetzt noch eine. Ja, ich mache ein paar fertig für euch, Freunde. Oh, der Darm lässt sich gut drehen. So, Grill auf hier. Ganz normale Grillpfanne nehmen. Den Henkel abschrauben. Links war er dran, dieses Holzding. Bacon rein. Mit Gramm. Und erstmal brutzeln lassen. Oh, ich habe zwischendurch mal ein bisschen gewendet hier. Ganz genau, sieht doch gut aus, Freunde. Ja, hier ist brutzelt. So, und jetzt erstmal runter hier zur Seite. Parken, ne? Das schöne Fett, das können wir gut gebrauchen. Und jetzt lassen wir ein paar Zwiebeln hier anbrutzeln. Und die Ladung schön im Beckenfett. So wie wir es mögen. Ungefähr zwei dicke Gemüsezwiebeln nehmen wir da. Immer mal wenden hier, damit sie nicht schwarz werden. Ja, sieht gut aus. Oh ja. Yeah. So, das wird ein Battle, Freunde. Welcher Johnny wird wohl gewinnen? Ich glaube, es wird Johnny sein. So, der Beste möge gewinnen. Und hier haben wir eins von unserer Green Jalapeno Sauce. Vorsicht, Freunde. Vorsicht. Aber Johnny weiß damit umzugehen. Reingepiekst. Und jetzt pimpen wir die Würstchen noch. Weil ihn so scharf gibt es ja halt einfach nicht. Deswegen, ich stehe drauf und deswegen lohnt sich da mal richtig rein. Ja, da spritzt es noch. So, zack und pumpen. Oh ja, wie es blubbert. Hinten auch nochmal aufwämsen. Sehr gut, da blubbert es sogar noch. Und da auch nochmal eine Ladung reinlunsen. Immer schön. Ein paar Zentimeter Abstand und dann kann man reinfeuern. So, die Zwiebeln sehen gut aus. Ordentliche Ladung Zucker einfach rüberwemsen hier. So, und dann kommen die Würstchen da oben drauf. Ganz genau, die packen wir da erstmal schön oben auf den Zwiebeln. Oh, sieht doch gut aus. Ganz genau, so könnt ihr jeden Grill tunen. Deckel erstmal zu und jetzt kommt mein Lieblingsrezept. Bier. Ja, das Dunkle. Und jetzt hier schön drüber lunden. Oh ja. Yeah. Durch die Löcher im Darm wird sich die Wurst voll saugen. Schön Biergeschmack abgeben. So, jetzt erhöhen wir mal ein bisschen die Hitze und den Deckel zumachen, Freunde. Wir dämpfen und schmoren sie gleichzeitig. Und dann, nach Viertelstunde, können wir sie mal umdrehen hier. Ich schmore sie lieber richtig schön durch. Das blubbert. Oh, lecker. Deckel zu, Freunde. Und dann. Guckt euch die Zwiebeln an. Und die Würste erst. Oh ja. So, einmal kurz zur Seite stellen. Ich habe hier so ein Holzbrett hingelegt. Denn wir wollen die Würstchen mal kurz direkt aufs Ross legen. Ganz genau. So, und die nächste kann dazu. Oh, und Wurst Nummer 4. Das gibt 4 Würstchen. Oh. Und kurz Deckel schließen. Wunderbar. Umdrehen. Zack, und Deckel wieder auf. Immer beim mehrmaligen Wenden. Wenn sie crossen, so wie hier. Oh. Zurück in die Pfanne. Ich habe die eben schon mal leer gemacht. So, und jetzt bauen wir mal zusammen, Freunde. Brötchen. Ein längliches nehmen. Senf reinlunsen. Da kommt schon raus. Der ordentlich quetscht, der ordentlich senft. Und nun Würstchen rein, Freunde.
Ach, schön reindrücken und dann hier, die Zwiebeln, die kennt ihr noch. Zwiebeln, Bier und Zucker, Freunde, das ist eine Kombi. Schön drüber lunsen, eh? Oh. Ja, da kommt's mir weich. So, und jetzt Bacon drauf, ja, sehr gut. Oh, das ist ein Topping, Freunde. Und natürlich oben auch nochmal eine Ladung Senf. Freunde. Und hier ist der Drittteller. Die Fans haben sich's gewünscht. Und da ist er wieder back. Johnny zögert nicht lange, um den Drehteller wieder rauszuzücken. Ja, sieht das gut aus. Hier links nochmal Rezept, Freunde. Rezept. Und nun hier nochmal Detail. Detail, Freunde. Wie es von innen aussieht, kann sich ja jeder denken, würde ich mal sagen. Und jetzt halt es ab in Hals damit. Und hier ein paar Auswahlfolgen für euch. Freunde, morgen geht's weiter. Boys and Girls, ballert's euch rein. Jetzt heißt es nämlich festhalten. Johnny lunzt weiter die ganze Woche lang. Ciao.